Und somit haben wir schon Nummer 3 von 7. Ja. Das geht doch relativ zügig. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. Lass dir Zeit. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um die Sachen so ein bisschen klar zu sehen. So, da geht's immer noch nicht hin. Werden wir mit Sicherheit auch irgendwie noch einen Weg finden. Wo kommen wir denn hier hin? Ich denke, das ist schon eine relativ strenge Reihenfolge. Sollte man alte Leute wecken? The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. Hallo? Eine traurige Seele. Hallo? Hallo? Ah, okay, so kommen wir also zurück. Wir können jederzeit die Rätsel abbrechen. Gut zu wissen. Ein Treffen mit den Entmutigten. Ja klar, wenn er schläft, dann angelt er auch nicht. Hier können wir ein bisschen rumpusten. Keine Ahnung, warum wir das machen sollten. Hallo? Sitting out there every day by the pond. Only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Und jetzt? A thought beating like a drum. Warte mal, das ist eine Flamme. Lass mich raten, die Dinger pusten die Flamme aus? A thought that went round and round. Und dann fliegt's weg. Ich muss sie bloß... Ich muss sie bloß umdrehen, damit wir daran vorbeikommen. Das ist das Rätsel? Auch noch super einfach, ne? Nicht, dass ich mich beschweren möchte, ganz und gar nicht. Das ist schon in Ordnung. Dann sollten wir ja jetzt mit dieser klitzekleinen Flamme einfach hochkommen und dem armen, traurigen Fischer somit so ein kleines bisschen Glückseligkeit einhauchen können. So, komm mal mit, kleine Flamme. Ich finde es auch süß, wenn wir laufen. Welcher Frosch? Ich finde es süß, wie unsere Öhrchen da wackeln. Every day by the pond, a constant reminder. Welcher Frosch? Meint die drüben diese kleinen, aber... Ich meine, das sind kleine Frösche. Was ist mit denen? Ist doch nichts dabei. Aufwachen. Werde ich fast selber müde. For a moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Mhm. Spent every day side by side. Netter Frosch also. Den hast du nicht gegessen. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Der Frosch muss weg. Makes me feel useless some days. Der Frosch muss weg. Die klauen unsere Job. I've wasted so much time feeling like this. Yeah. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Ember. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps though, telling someone. Thank you, Ember. Kein Problem, ich höre gerne zu.
Es hilft wirklich, wenn man einfach reden kann. Mach ich. Super sympathisch, auch dass er einfach jetzt direkt weiter angelt. Aber was für ein Frosch. Ah, leck mich. Ja, okay. Also das ist so ein Riesenfrosch. Ein bisschen besser im Fischen ist als der Kleine da mit seiner Angel. Finde ich jetzt nicht so sehr verwunderlich. So, da komme ich nicht hin, weil die Kette oben ist. Aber hier ist eine Höhle. Und da sind schon wieder diese kleinen blauen Gestalten. Haben wir hier drin wieder eine Seele? Hallo? Und wie komme ich da jetzt rüber? Sieht ein bisschen aus wie der Frosch. Hilft uns das Fröschlein vielleicht? Ich versuche die mal anzuschnacken. Mr. Frosch, hallo? Oder Mrs. Frosch oder divers Frosch? The frog stared at Embo, its belly rumbling. Hat da jemand Hunger? Its eyes were fixed on Embo, but it seemed to mean no harm. Okay, ist ein lieber Frosch. Was this the frog that the fisherman spoke of? Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Oh, nachdem wir den müden Fisherman gerettet haben, werde ich ja fast selber müde. Ich hätte mir vielleicht ein Fenster offen lassen sollen, so zwecks Sauerstoff und so. Da unten ist ja noch ein Weg. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich frage mich, wie ich hier durchkomme, aber ich glaube, ich komme nicht da durch, sondern hier unten. Das habe ich übersehen, dass es hier weitergeht. The traveler said, you sailed in here. Where's your boat? Ja, leider weg. Und die Treppe ist zu, ich komme da nie wieder hin. Friend, you need a boat. Ich habe kein Boot. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry, I never came back. Der Bastler in der Höhle. Richte ich ihm aus, sollte ich einen Bastler in irgendeiner Höhle finden. Aber erstmal hier wieder ein bisschen Mini-Rätsel. Ein einsamer Weg. The stranger had blazed their own path. Created their own rock, their own islands. Okay, damit kann ich auf jeden Fall keine Leiter hoch. Warte mal, wenn ich das Ding jetzt nehme, geht bloß das hinten hoch. Wetten? Nee. Und wenn ich das jetzt... He did not need Ember's kindness. Ergibt das Sinn? Oh, aber jetzt kann ich ohne Figur die Leiter hoch und hier das Ding mitnehmen. Building a bridge, should it ever be needed. Ah. Gar nicht so abwegig. Auch wenn es eine Umleitung ist. Sehr gut. Wir retten hier Seelen wie am Fließband. Schön. Man fühlt sich einfach gut, wenn man Gutes tut. Vor allem, wenn man so viel Gutes tut, fühlt man sich auch viel gut. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Die haben sich jetzt richtig deutsch einfach nur so zugenickt. In ihrem Augenblick der Stille. So, dann haben wir den ja auch. Schön. Warum jedoch rennen hier noch diese blauen Dinger rum?
Das kapiere ich nicht. Weil ich glaube, hier haben wir jetzt dann soweit alles abgeschlossen. Wir müssen irgendwie den Frosch auf unsere Seite bringen. Aber beim Lagerfeuer war ja auch noch eine andere Seite. Der Angler kann uns, glaube ich, also der würde uns helfen, aber ich habe jetzt, glaube ich, nichts, wo er uns gerade helfen kann oder müsste. Der Frosch hat Hunger, oder vielleicht müssen wir einen Fisch fangen. Das heißt, hier auf der rechten Seite können wir, denke ich, aktuell sowieso erstmal nichts machen. Dann schauen wir mal hier. Ja, 3 Stück noch. Moin. Ich will nur wissen, ob wir weiter könnten. Ist das jetzt optional? Speak and I will listen. Hilf mir. Take the path east of here. Gaze into the pond. The frog knows of a lost forlorn. Ich glaube auch, ich weiß, welchen er meint, aber das ist mir gerade keine Hilfe, weil der Frosch mir nicht hilft. Aber grundsätzlich können wir uns hier Tipps abholen und es ist wohl nicht optional, sondern zeigt bloß, die 3 sind auf der Seite, die anderen 3 sind auf der anderen Seite, denke ich. Wobei, geht ja gar nicht. Auf der rechten Seite in der Höhle ist ja noch mindestens einer. Ach, weiß ich nicht. Sind halt mehrere. Der da oben sah gerade aus wie der, der aus der Höhle gekommen ist. Also der eigentlich bei uns im Boot saß. Und als wir gestrandet sind. Ich habe keinen Schlüssel. Und als wir gestrandet sind, ist der weggerannt und wir waren plötzlich blau. Warte mal, der Vogel hat. Der kriegt jetzt auf die Schnauze. Vogel, gibst du mir bitte den Schlüssel? Ja, das war ja klar. Sein Scheiß Ernst. The cave entrance was overgrown with dry brambles. Trockene Dornzweige. The stranger whispered, "Ever feel like you are being watched?" Ja, ein bisschen schon. Gut, einerseits vielleicht, weil ich das hier für YouTube und Twitch mache, aber andererseits, da war dieser Rote. I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Ja, geht, es kommt auf die Situation an. Wenn du duschen bist und fühlst dich dann beobachtet, dann ist es nicht so schön. Hier sind noch mehr Quarkies. Ich mag die Frösche irgendwie, die sind süß. Hallo? Okay, ich glaube, den Frosch muss ich austricksen. Damit wir da durchkommen. Ein Würmchen. Kann ich dem Frosch ein Würmchen geben? Froschstatuen. Ich gebe dem Wurm einfach keine andere Fluchtmöglichkeit mehr. Und der große Frosch will bestimmt einen Wurm. Dong. The worm looked helpless, with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Ich wusste nicht, dass Regenwürmer schreien. Ich dachte, die husten bloß. So, da haben wir wieder eine Abkürzung. Aber hier hinten war noch was. Was ist denn das? Inside was a scrap. Ach, eine Truhe. Journal. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. Die Fremden auf dem Wasser sind ohne mich weiter. Das klingt tatsächlich fast nach meinem Tagebuch, außer dass Ranken und Dornen mir noch nicht zugesetzt haben.
eine von 42 vergessenen. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, wir versuchen die alle zu sammeln und ich lese sie dann ganz zum Schluss, dass wir einen Zusammenhang haben. Weil sonst ist es schon ein bisschen. Da vergisst ihr die Hälfte. 42 Seiten, also bitte. He was nestled between the reeds. Ja gut, aber da sieht jetzt nicht so tief aus. Ember, kannst du da rein? But it was just out of reach. Klar, natürlich nicht. Mit einem Wurm denke ich nicht, mit der Tagebuchseite auch nicht. Da werden wir erst noch irgendwas anderes finden müssen. Vielleicht kriegen wir die Angel. Okay. So, pass auf, wir hatten... Ah, klar. Trockene Ranken. Wir entfachen hier einfach einen kleinen Waldbrand. Das ist weg und dann zünde ich da oben die auch gleich an. Und dann hole ich mir da noch die Kiste. Mit Seite 2. Vermutlich. So, ich hoffe einfach mal, dass die Wiese nicht brennt. Wäre ärgerlich. The Wanderer's Diary. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. Ich höre gar keine Stimme. Leider. Da fühlt man sich auch ein bisschen einsam. Ich hole mir eine neue Fackel, vielleicht kann ich damit die Spinnnetze direkt anzünden. Das hilft bestimmt. Funktioniert ja in anderen Spielen auch, warum sollte das hier nicht so sein? Das sieht nämlich schon so ein bisschen nach einer Barriere aus. Okay, es ist keine richtige Barriere. Ich laufe einfach durch, damit die kaputt sind. Schade, ich fand meine Version fast ein bisschen besser. The broken net hung ominously around the skeleton's neck. Wo sind seine Klamotten? Okay, pass auf, wir können 100 Pro mit dem Netz den Schlüssel sammeln, aber es ist kaputt. Da es aber ein Fischernetz ist, explizit und kein Insektennetz oder so, behaupte ich jetzt einfach, dass der Fischer uns hilft. Weil er uns ja seine Hilfe angeboten hat. Und so werden wir, denke ich, auch wieder an den Schlüssel kommen. The stranger shivered in the cold. Okay, an den Dingern können wir auf jeden Fall nicht vorbei. Weil die, behaupte ich jetzt einfach mal, die Flamme auspusten. They'd moved through such dark places. Ah, das olympische Feuer. Ich zünde das Ding an. Schick das wieder rüber, dann ist es nämlich egal, ob mir jetzt die Fackel ausgepustet wird. Ich kann sie einfach wieder anzünden. They lay down and close their eyes. So, hier per das Ding. Ja, komm, puste aus, ist mir egal. Memory, by the voll gut. So, geh einen Schritt zurück, Ember, nicht, dass du dich verbrennst. Und dann haben wir auch die Seele befreit. Also können wir jetzt das Fischernetz reparieren. Und die verloren 5. Und gegebenenfalls mit dem Wurm den Frosch füttern. Fressen Frösche Würmer? Würde ich mal ausprobieren. Bestimmt. Warum nicht? The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep?
Ich habe keine Ahnung, wie lange du geschlafen hast. Ich weiß ja nicht, wann du eingepennt bist. Und morgens, naja, 4 Uhr nachmittags, ne? Was haben wir hier? Einen Ausgang. Einen Ausgang wohin? Zur Kreuzung. Okay, das ist mir gerade egal. Ich probiere das da oben gar nicht erst, weil ich mir sicher bin, dass wir da nicht durchkommen. Grillt er sich ein Frosch? Said thoughtfully. I felt so alone. I was so lost. Er grillt sich ein Frosch. Ob das ein gutes Omen ist? Also anscheinend essen diese Glutlinge, nenne ich es jetzt mal, gerne Frösche. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier mit dem Frosch anfreunden kann, wenn es anscheinend eigentlich unsere Hauptnahrungsquelle zu sein scheint. Hallo Froschi, hallo. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Klar. Du pass auf. Ich würde es mit dem Wurm versuchen. Hast du da Bock drauf? Guck mal. Ein leckerer, formschöner Wurm. Ich dachte, wir essen Frösche und jetzt frisst der Frosch uns. This was not how Embo had imagined the end. Weiß ich nicht. The gurgling of water, a deafening heartbeat. Und dann ist er auch noch abgetaucht. But then er setzt wieder einen Hut auf. Wir kommen hier wieder raus. Doch ein netter Frosch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Froschi. Dankeschön. Ein verschlungener Teich. Ach, cool. Wir sammeln hier auf jeden Fall Achievements ohne Ende. Und das auch noch relativ schnell. The stranger stood alone. Ein Fisch. Okay, das sieht jetzt hier nicht aus, als würden wir die Dinger noch unbedingt brauchen. Ich mach mal einfach nur Platz. From what came next. Weg damit. So, hier kommen wir nicht weiter, aber ich komme ja hier rüber. The stranger had ventured on. Und dann komme ich, denke ich, jetzt von der anderen Seite hier an die Rollen ran. Schuss. Da mache ich mir hier wieder Platz. Ich würde hier gerne alle versenken. Aber das Ding kriege ich nicht versenkt. Die eine hier oben. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick, aber den müsste ich jetzt erst finden und nee. Wir haben auf jeden Fall wieder ein kleines Flämmchen. Und das müsste der vorletzte sein. Der letzte ist dann der, wo wir den Schlüssel brauchen. Ist aber nicht schlimm, weil wir sind ja direkt beim Fischer. Ich kann ja mal anschnacken, ob der uns hilft. Mit dem Netz. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. Bis dann. Ja, viel los. Sind schon einige, ne, inzwischen. Er wird sich da auf jeden Fall nicht einsam fühlen. Hoffe ich. Sollte er zumindest nicht. Ember found the wanderer's diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. Die Frösche wissen mehr, als sie zugeben. Vielleicht sind die Frösche doch der Feind. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Ah, und jetzt komme ich hier hin. Cool. Sind die Frösche vielleicht in Wahrheit der Feind? The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? Nein. There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Im Sumpf. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more.